Hallo lieber Fitnessfreund, in diesem Video geht es um das Spiel mit den Kalorien. Was das bedeutet? Wir stellen euch verschiedene Mahlzeiten vor, um euch das Gefühl für Kalorien näher zu bringen. Ich komme gerade vom Training und habe großen Hunger. Was esse ich jetzt am besten? Hol ich mein Menü bei McDonald's oder koche ich mir was selber? Gehe ich jetzt so zum McDonald's, bestelle ich mir höchstwahrscheinlich ein Menü. Bestehend aus einem Big Mac, einer mittelgroßen Pommes, einer mittelgroßen Cola, was ungefähr 0,5 Liter ausmacht. Oder koche ich mir was selber, bestehend aus 200 Gramm Putenbrust, 250 Gramm gekochten Reis, ein Salat plus Dressing und dazu etwas Ketchup. Was wähle ich? Doch, wie satt kann ich von den jeweiligen Lebensmitteln werden und wie viele Kalorien haben sie? Nehmen wir einfach mal den Big Mac hier, mit 509 Kilokalorien, der mittelgroßen Pommes mit 341 Kalorien, der mittelgroßen Cola mit 210 Kalorien, was insgesamt 1060 Kilokalorien ausmacht. Ist das nun viel? Wir werden vergleichen. Oder, wenn ich mir selber was koche, 200 Gramm Putenbrust, was 240 Kalorien ausmacht, 250 Gramm Reis, was 349 Kalorien ausmacht, ein Salat plus Dressing, ca. 200 Kalorien, oder das ist der Ketchup mit 48 Kilokalorien. Das macht insgesamt 811 Kilokalorien, was auf den ersten Blick wesentlich weniger Kalorien sind. Auf den ersten Blick mag es so erscheinen, dass man durch mehr Kalorien wahrscheinlich auch satter wird. Aber überlegt euch einfach mal, wie viel Volumen diese Mahlzeit hat und wie viel Volumen diese Mahlzeit hat. Jeder von euch wird das kennen, der sich mal ein Menü bei McDonald's gekauft hat, dass er nach wenigen Stunden schon wieder Hunger hatte. Da hat man viel Geld ausgegeben, hat immer noch Hunger und hat 1060 Kalorien zu sich genommen. Koche ich mir jetzt aber selber was, komme ich lediglich auf 810 Kalorien, was einen Unterschied von 250 Kalorien ausmacht, die man investieren kann in beispielsweise von mir aus ein Stück Schokolade, einen Pudding oder sonstigen Nachtisch. Jeder von euch kennt, dass er nach einer Mahlzeit vielleicht auch Lust auf was Süßes hat. Und das müsst ihr euch jetzt mal vor Augen führen. Befindet ihr euch aber in einer Diät, müsst ihr euch vorstellen, ihr spart diese 200 Kilokalorien und könnt ohne zu hungern an Körperfett verlieren. Ist doch super, oder? Unabhängig davon, dass du bei dieser Mahlzeit nicht nur 250 Kalorien sparst, hast du zudem eine hohe Menge an Eiweiß, langkettige Kohlenhydrate und durch das Gemüse bzw. den Salat hast du auch viele Vitamine, die du hier wiederum nicht hast. Hier hast du eine wesentlich geringere Menge an Eiweiß, viel Fett und kaum Mineralien bis kein. Also überleg dir selber, was ist für dich besser? Nimmst du dir die Zeit und machst dir selber eine gesunde Mahlzeit oder bestellst du dir einfach was? Es ist deine Entscheidung.